Schweiz am Vorabend zum Ersten Weltkrieg. Eine Zeit, die es brodelt hat. Ich bin auf den Spuren von einem, der in der Schweiz für eine Revolution gekämpft hat. Sein Name, heute kaum mehr bekannt, war dann ein Begriff. Fritz Platten, radikaler Sozialist. An jedem Streik ist er an vorderster Front dabei in diesen turbulenten Zeiten. Die Arbeiterschicht lebt in miserablen Verhältnissen. Der Fabrikalltag zehrt die Menschen aus. Kaum jemand hat genug zum Leben. Der Traum von Fritz Platten, sozialistische Weltrevolution. Arbeiter an die Macht. Der Lenin ist sein Vorbild. Eine Schicksalsfreundschaft, die am Platten zum Verhängnis wird. Was war das für einen, der Fritz Platten? Und was ist bis heute geblieben von seinem Traum? Und warum wird ausgerechnet er, der Klassenkämpfer, am Schluss erschossen von seinen eigenen Genossen? Es tagt langsam. Ich bin mit dem Nachtzug unterwegs, 700 km nördlich von Moskau. Hier oben war er, bevor er gestorben ist, der Fritz Platten, in dieser einsamen, kargen Gegend. Mein Ziel, das Dorf Njandoma. Ich habe zwar nur ein paar Brocken Russisch, bin aber zuversichtlich, hier mehr über ihn zu erfahren. Es soll da einen Plattenfan geben. Bibliothekarin Galina. Vom Empfang bin ich aber zuerst einmal baff. Galina? Galina? Katrin. Здравствуйте, здравствуйте. Rade, was grüßt euch? Wir freuen uns, Sie hier bei uns in Njandoma zu begrüßen. Brot und Salz für Sie. Спасибо, спасибо. Dorfjugend in Kadettenuniform erklärt mir, was ich machen muss. Brot in Salz dünkeln. Das sei von jeher Brauch, wenn liebe Gäste kommen. Ich bin definitiv angekommen in einer anderen Welt. Njandoma, das ist die tiefe russische Provinz. Und hier gibt es tatsächlich eine Fritz-Platten-Strasse. Sie erinnert an den eigenwilligen Schweizer, der hier vor 70 Jahren elend ist ums Leben gekommen. Aber bei diesem bitteren Ende sind wir noch nicht. Die Galina führt mich in die Dorfbibliothek. Und hier gibt es schon wieder eine Überraschung. Guten Tag. Wir haben euch heute zu uns in die Bibliothek eingeladen, um euch von einem erstaunlichen Menschen zu erzählen. Von Fritz Platten. Sein Schicksal ist traurig mit unserem Bezirk Njandoma verbunden. Fritz Platten war ein Vertreter der internationalen kommunistischen Arbeiterbewegung. Ein Freund und Mitkämpfer von Wladimir Iljitsch Lenin. Das ist der Wladimir, der Dorflehrer und Hobbyhistoriker. Die Geschichte des Schweizer Revolutionärs geht ihm nach. Wir müssen wissen, er war ein außerordentlicher Mensch. Er hat viel geleistet für die Sowjetunion, unseren Staat, das, was wir heute Russland nennen.
Eure Kollegen von der 8. Klasse versuchen euch jetzt von ihm zu erzählen. Fritz Platten wurde geboren am 8. Juli 1883 im Kanton St. Gallen. Der Wladimir hat mit seinen Schülern extra eine Präsentation instudiert. Hochoffiziell in Uniformen. Das gehöre sich so zu Russland, lasse ich mir da sagen. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz wurde er von einem Schweizer Militärgericht verhaftet, wegen Aufforderung zum Streik. Und zum Schluss gibt es noch ein Geschenk. Verehrte Katrin, wir möchten Ihnen diese DVD überreichen, mit unserer Präsentation und Archivmaterial von Fritz Platten. Vielen Dank, wunderbar. Nach dem Vortrag geht es gerade weiter. Ich muss mich anders anlegen. Der Wladimir will mit mir dorthin, wo der Fritz Platten seine letzten Jahre hat verbracht. Wir gehen in ein ehemaliges Straflager von Stalin, weit außerhalb vom Dorf in einem sumpfigen Wald. Was uns dort erwartet, zu dem dann später. Zurück zu Zürich. Hier treffe ich die einzigen Verwandten von Fritz Platten, die noch leben. Im Altersheim in der Stadt wohnt seine Schwiegertochter Heidi Platten. Der legendäre Fritz hat sie nie gekannt, aber ihr Leben hat er bestimmt. Rückzugsort für alle zusammen. Das Besuch beim Heidi ist ihr Enkel der Thomas, der Urenkel von dem Fritz, der so an dem Russland gehangen ist. Das sind die russischen Vorfahren, weißt du? Das sind die russischen Vorfahren. Die Kleine da ist Dolga. Das ist die Mutter von meinem Großvater, also die Frau von meinem Urgroßvater, die da auf dem Schoß sitzt. Dolga, die schöne russische Studentin, eine von vielen Frauen von Fritz Platten. Er hat sie in Zürich 1912 geheiratet. Zusammen haben sie einen Sohn gehabt, der Fritz Junior, der Mann von Heidi. Der Name Platten hat dem Heidi und ihrem Mann das Leben schwer gemacht. Und wieso hat er denn ein bisschen genug gehabt von dem Namen Platten und dieser Geschichte? Ja, weil man immer überall neu schubladisiert worden ist und gesagt hat, bist du mit dem verwandt? Aha. Es ist auf bürgerlicher Seite ist es der Sohn des Kommunisten und auf kommunistischer Seite war es der Verräter. Ja. Das ist wahr, auf beiden Seiten. Das ist der Fritz Platten Junior, der Mann von Heidi, der 2004 gestorben ist. Unter seinem berühmten Vater hat er das Leben lang gelitten, erzählt sie. Im Film vom russischen Fernsehen findet sie ihn noch zu Lebzeiten. Es ist Anfang 90er Jahre, kurz nach der Wende, die Archive sind aufgegangen. Der Fritz Platten Junior hat in Moskau das erste Mal die Akten von seinem Vater dürfen schauen. Das ist ein sehr wichtiger Moment für mich. Dass ich die Dokumente über meinen Vater studieren kann. Denn jahrelang wusste ich nichts über ihn. Jahrelang hat der Fritz Junior auch nichts von seinem Vater wissen. Der, der weit weg zu Russland gelebt und ihn als Bub zu Pflegeeltern geschickt hat. Doch auf das Mal hat es gekehrt. Fast wie ein Besessener hat er auf Sammeln, erzählen Leute, die ihn kennt haben. Im Archiv der Unibibliothek zu Basel finde ich über 100 Ordner, gefüllt mit Dokumenten über seinen Vater. Russland ist in diesem riesigen Einzelarchiv allgegenwärtig und zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben von Fritz Platten. 1883 kommt er in Ostschweiz ihre Arbeiterfamilie auf die Welt. Später bricht er die Lehre ab und geht auf Riga. Er macht 1905 mit bei revolutionären Unruhen im Zarenreich. Das Fieber vom Sozialismus hat ihn gepackt. Auch in Zürich verkehrt der Platten in revolutionär-russischen Kreisen. Mit dieser Zeit hat sich der Historiker Peter Huber befasst.
Warum hat es um 1900 so viele Russen, vor allem russische Studenten in der Schweiz? Die Schweiz hat in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, und zwar seit 1848 sogar schon, seit der Geburt des Bundesstaats, eine sehr liberale Asylpraxis gehabt. Das heisst, Studenten und Studentinnen aus Diktaturen, aus autokratischen Regimen in Russland, zum Teil wie aus Deutschland von Bismarck, die haben in die Schweiz kommen können, haben sich einschreiben an die Universitäten, haben können studieren. Was überhaupt nicht selbstverständlich war? Überhaupt nicht. In anderen Ländern war das nicht möglich. Die Schweiz war dort eine Insel der Demokratie, vom demokratischen Kampfboden. Und kann man sagen, der Fritz Platten hat zuallererst auch mal vor allem eine Faszination für die Russen. Er war von Anfang an Feuer und Flamme für die russischen Zustände und dann für die russische Revolution. Und hat dann auch, das ist ja kein Zufall, russische Frauen geheiratet. Und insofern kann man den Platten hinstellen als einen Mensch, der durch Russland, durch die russischen Zustände, durch die russischen Studentinnen eigentlich dynamisiert worden ist. Der Fritz Platten am 1. Mai-Umzug zu Zürich 1912. Mit dabei seine russische Studentin Tolga. Sie haben kurz vorher geheiratet und engagieren sich in der Arbeiterbewegung. Der Fritz ist jetzt knapp 30, steigt auf in der Sozialdemokratischen Partei. In Sozialistenkreisen gilt er als hervorragender Organisator. Auf einem der Bilder aus dieser Zeit fällt mir eine Frau auf, Annie Klava. Auch Annie ist eine überzeugte Sozialistin wie der Fritz. Politisiert durch eine schwere Jugend ihrer Proletarierfamilie, kämpft auch sie an vorderster Front für bessere Bedingungen für die Arbeiter. Im Filmdokument aus den 80er Jahren fing sie, Dani, die Vorkämpferin für die Rechte der Frauen. Inzwischen ist sie gestorben. Ich schaue den Film zusammen mit der Autorin, der Annette Frey Bertou. Ja, das ist so schön, die Wohnung. Das ist toll. Schmeckst du das Grab? Ja. Und die Bibliothek, die sie hatte. Ah, grüß dich, Wohnung. In diesem Film erinnert sich Annie Klava an ihre Kindheit in den Krisenjahren vor und während dem Ersten Weltkrieg. Meine Mama hat ja müssen arbeiten, gell? Sie war Heimarbeiterin. Sie musste Heimli lehren machen. Und nachher habe ich halt lehren als Kleinkind schon, im kleinen Schimmeli, habe ich müssen lehren Knopflöchli machen. Also für die Hände, die sie gemacht hat? Für die gemacht hat, ja. Gell? Sie hat so Arbeiterhemmli gemacht. Da hat sie 12,5 Rappen für eins bekommen. Sie hat uns drei Mädchen müssen erhalten. Ja. So wie bei Annie daheim war es dann bei vielen Arbeiterfamilien. Sie haben auf engstem Raum gewohnt und gearbeitet und die Kinder mussten von klein an mithelfen bei der Heimarbeit, für die Familie durchzubringen. Vor dem Ersten Weltkrieg erlebt die Schweiz zwar einen industriellen und wirtschaftlichen Aufschwung, aber auf Kosten der Arbeiter. Das ist in Matschi Kemptal, ist die Foto. Das ist auch Kemptal, das ist alles Matschi. Da macht man die Bouillonwürfel. Und die Bouillonwürfel, das war eine grosse Revolution für die Frauen. Im Vergleich zum Ausland ist die Schweiz hochtechnisiert. Vom Fortschritt profitiert das Bürgertum. Die Situation der Arbeiterschaft war wirklich desolat. Sie haben zu wenig verdient. Sie konnten sich zu wenig davon leisten. Sie hatten sogar zu wenig zu essen. Und das ist halt dann irgendwann ausgebrochen. Weil wenn man seine Kinder nicht mehr ernähren kann, dann muss man irgendetwas machen. Also es war wirklich eine elende Situation. Und das hat dann halt auch zur Rebellion geführt. Rund um den Ersten Weltkrieg wird in der Schweiz so viel demonstriert wie vor und nachher nie mehr.
Das, das läuft fast militärisch ab. Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Ja, es wirkt nicht wie eine Demo. Nein. Aber sie ist und sehr diszipliniert. Du siehst, mit Krawatten kommen sie. Und mit den Hüten. Das ist ja so. Wirklich toll. Und das ist Bern, oder? Ja, das ist Bundesgast. Ja. Und die Frauen, die auch mitgemacht haben. Sie waren überzeugt davon, dass man etwas verbessern kann. Dass es einen Sinn hat, zu kämpfen. Ich meine, man hat es gesehen. Man hat das Elend gesehen. Und man hat gesehen, dass man das muss verbessern muss. Und dass man es das verbessern kann. Man hat gestreikt und hat dann vielleicht 5 Rappen mehr Lohn gehabt, am Schluss. Und das war schon eine gewaltige Kraft, eigentlich, die da dahinter war. Der Fritz Platten gehört in dieser Zeit zu den radikalen Streikführern. Mit Genossen und revolutionären Emigranten trifft er sich im Gewerkschaftshaus Eintracht in der Zürcher Altstadt. Dorthin gehe ich mit dem Historiker Peter Huber. Heute ist die alte Eintracht das Zürcher Theater am Neumarkt. Wie wichtig ist denn das ehemalige Arbeiterversammlungslokal Eintracht, wo wir jetzt hierher kommen? Das war sicher der neuralgische Punkt der Zürcher Arbeiterbewegung. Da sind alle Fäden zusammengelaufen. Da sind Sitzungen passiert, da sind Vorbereitungen passiert für Aktionen. Und so hat man mit Stolz eigentlich die eigenen Vereine aufgebaut. Und es war sicher, dass es ein Teil ist von der sozialistischen Bewegung, wo je stärker, je mehr wird die Macht in der Gesellschaft übernehmen und zum Sozialismus führen. Und was war denn da in der Traue von Fritz Platten? Der Fritz Platten hat versucht, um etwas salopp zu sagen, den ganzen Laden zusammenzuhalten. Das heisst, er hat versucht, all die Strömungen von den Arbeitern unter einen Hut zu bringen. Er wollte, dass man all die verschiedenen Strömungen als Gegenpol gegen das Bürgertum aufbaut. Das Bürgertum, das für die Arbeiter zu dieser Zeit grösstenteils nur, ich würde nicht sagen, Verachtung hatte, aber es hat für die Arbeiter keine Achtung gehabt. Der Fritz Platten will, dass sich das Verhältnis ändern. Bei den Arbeitern ist er weitum bekannt und beliebt. Eine Genossin schreibt: Sein Bild fand reißenden Absatz. Und man sah es in den guten Stuben der Arbeiter hängen und in den Kammern der Fabrikmädchen. Geschmückt mit einer roten Nelke oder einem Maibändel. Er nennt sich stolz Berufsrevolutionär und arbeitet als Generalsekretär von SP im Volkshaus zu Zürich. Da bricht 1914 der Erste Weltkrieg aus. 40 Staaten sind involviert. 70 Millionen Männer im Krieg. Das Elend wird von Tag zu Tag grösser. Insgesamt 17 Millionen Menschen kommen ums Leben. Auch die Schweiz macht mobil. Soldaten proben den Ernstfall. Die Schweiz bleibt verschont, eine Insel mitten im schrecklichen Krieg. Und da kommt es ein Jahr nach dem Ausbruch des Krieges 1915 zu einer hochgeheimen internationalen Sozialistenkonferenz. Organisiert vom SP-Nationalrat Robert Grimm. Die Teilnehmer kommen mit Fuhrwerk ins Dorf Zimmerwald bei Bern. Grosse Namen sind dabei, wie der Grimm, Trotzki, Radek, Lenin. Für den Platten wird Zimmerwald zum Schicksal. Hier lernt er Lenin kennen. Da fängt ihre Freundschaft an. Der Gemeindepräsident Brönnimann zeigt mir sein Dorf, das durch die Konferenz weltberühmt worden ist. Auch wenn man das Zimmerwald nicht unbedingt geschätzt hat. Also hier rechts ist Pension Beausejour. Dort sind verschiedene Leute untergebracht, sind geschlafen. Also von diesen Konferenzteilnehmern. Der Lenin gehört gewissermaßen zum Alltag von der Frau Hügi, die in diesem Haus wohnt. Spürt ihr denn eigentlich noch etwas von denen, Frau Hügi, von diesen Kommunisten? Ja, schon, weil man sich einfach. Das heisst, ich bin nicht esoterisch. Es ist halt ein altes Haus. Da gehen die Türen manchmal von selber auf, wenn es stark luftet oder so. Und dann sage ich dir aber guten Abend, Herr Lenin. Also, das ist Spass, das ist nicht.
Hinter dieser Fassade haben die Sozialisten gestritten über ihre Haltung zum Krieg. Die Spaltung von Arbeiterbewegung in Kommunisten und Sozialisten hat sich hier abzeichnet. So, das sind jetzt noch die Sachen, die führig sind aus dieser Zeit, oder was ist das alles? Ich kann mal hier das Bild für den nehmen. Darauf sieht man Pension Bosechour, wo die Konferenz drin stattgefunden hat. Was haben sich die Leute erzählt, dass es so hergegangen ist? Die Konferenz war quasi tarnend als eine Versammlung von Ornithologen, also von einem Vogelkundlerverein. Und erst im Nachhinein hat sich dann nachher im übertragenen Sinn herausgestellt, dass das auch ein bisschen besondere Vögel waren, die die vier Tage hergekommen sind. Der Extremste ist der Lenin. Er will die proletarische Weltrevolution, kommt aber da nicht durch. Bleibt aber bei seiner harten Linie und von Itza ist der Fritz hinter ihm. Der Lenin lebt seit ein paar Jahren in der Schweiz im Exil. 1916 zieht er von Bern auf Zürich. Hier hat es bessere Bibliotheken, sagt er. Er hat mit seiner Frau ein kleines Zimmer in der Zürcher Altstadt an der Spiegelgasse. Genau, das war das Haus, wo er eingezogen ist. Mit der Krupskei hat er hier oben gewohnt. Und die Platten ist natürlich dann immer vorbeigekommen. Und das war eigentlich das Wespennest. Das Wespennest. Der Lenin und der Platten wollen die Weltrevolution. Wenn nötig, mit Gewalt. In den Zürcher Bibliotheken brütet und schreibt der Lenin Tag und Nacht. Hier entwickelt er politische Theorien, die später weltberühmt worden sind. Er macht sich parat für die Machtübernahme von seiner bolschewistischen Partei. Von diesem Russ ist der Fritz Platten total begeistert. Ich habe aus dem Munde von Lenin noch kein grobes, rohes Wort vernommen. Aber Sätze, die mir das Blut augenblicklich erstarren ließen. Der Lenin selber ist rastlos. Er baut von Zürich aus geheime Verbindungen auf mit den Revolutionären zu Russland. Und dann ist es soweit. Februar 1917, Revolution zu Russland. Auf das hat der Lenin über 10 Jahre gewartet. Das Volk stürzt der Zar. In Zürich, an der Spiegelgasse, wird jetzt Weltgeschichte geschrieben. Nach oder während der Februarrevolution hat Lenin und die anderen russischen Flüchtlinge nichts anderes wollen als möglichst schnell weg. Weg aus dem kleinen Zürich, weg aus der kleinen Spiegelgasse. Sofort nach Russland ziehen und dort für ihre Ideen zu kämpfen, weil das erstmals wieder möglich war ab Februar 1917. Bis Februar 1917 hat Lenin und seine Kampfgenossen in Russland nur Gefängnis riskiert. In seiner Kammer wittert der Lenin seine Chancen. Für ihn gibt es nur einen Weg heim, durch das Europa mit seinem Krieg. Mit dem Zug durch das Deutsche Kaiserreich und dann weiter bis nach Sankt Petersburg. Für diesen Plan braucht Lenin die Unterstützung der deutschen Heeresleitung. Die Deutschen stecken 1917 fest an zwei Fronten, im Westen mit Frankreich und England und im Osten mit Russland. Sie wollen die Ostfront entlasten. Geheime Akten zeigen, die Deutschen unterstützen die russischen Revolutionäre mit Millionen. Sie wollen sie an die Macht bringen und Frieden mit Russland. Dank geheimen Kontakten weiss der Lenin, dass die Deutschen werden unterstützen. Und das ist die grosse Stunde von Fritz Platten. Der Lenin vertraut ihm eine heikle Mission an. In Bern übergibt der Platten dem deutschen Botschafter, dem Lenin, seine Bedingungen für die Zugfahrt. Die Deutschen sind einverstanden. Der Platten organisiert die Zugreise und begleitet die rund 30 Exilrussen. Die Reise geht los zu Zürich am 9. April 1917.
Ausfahrt ist riskant, die Situation in Russland nach dem Zarensturz instabil. Sie wissen nicht, was sie erwartet. Mit dem Lenin hocken die entschlossensten Revolutionäre mit im Zug. Darunter der Trotzki, der Radek, der Sinowjew. Und sie beweisen Galgenhumor. Entweder wir sind in 6 Monaten Minister oder wir hängen. Der Eisenbahnwagen, so hat der Platte ausgehandelt, ist sogenannt plombiert. Der Lenin will keinen Kontakt mit Deutschen. Er will den möglichen Vorwurf, er sei ein deutscher Agent, von vornherein abwenden. In seinen Erinnerungen schreibt der Platten: Wer in Westeuropa hätte 1917 zu prophezeien gewagt, dass diese armen Schlucker Führer und Lenker eines 130-Millionen-Volks werden könnten? Und tatsächlich, am Lenin sein Plan geht auf. Sie werden nicht gehängt. Die Oktoberrevolution setzt sich durch. Nur ein paar Monate nach der Ankunft vom Zug sind der Lenin und seiner Bolschewiki an Macht. Ein Jahrhundert später bin ich mit dem Historiker Alexander Watlin auch auf dem Roten Platz zu Moskau. Wie sehr kannte man denn den Fritz Platten zur Zeit der Revolution da in Russland? Ja, Fritz Platten, das war die Verkörperung der Revolution, von diesem internationalen Echo, das die russische Revolution und die Bolschewiken in der Welt hervorgerufen haben. Und außerdem war er der Freund von Lenin. Absolut eine große Gestalt in der Sowjetunion. Deswegen war er überall bekannt. Wo wäre das Russland auch heute, wenn der Platten den Zug mit dem Lenin dann nicht organisiert und die Revolution nicht stattgefunden hätte? Wäre sie einen Weg zustande gekommen? Der Alexander Watlin nimmt mich mit ins ehemalige zentrale Parteiarchiv. Zu Sowjetzeiten streng geheim. Heute sind hier alle Dokumente öffentlich. Mit diesen internationalen Kommunisten hat sich der Alexander Watlin eingehend beschäftigt. Auch mit dem Fritz Platten. Wer war denn dieser Fritz Platten? Ja, er war ein Romantiker. Wie kann man das ausführlicher erklären? Er war wirklich das Kind seiner Zeit. Und offensichtlich, wenn er in einer der kriegsführenden Mächte gewesen wäre, wäre bestimmt tapfer im Krieg, ob er das überlebt hat oder nicht. Aber in der Schweiz war er irgendwie eingeklemmt. Und er suchte immer mit diesen Streiks, die er mitorganisiert hat und so weiter und so fort, diese politische Betätigung, aktiv zu werden. Immer wieder kommt der Platten drum auf Moskau. Der Traum von dieser Weltrevolution ist ihm auch hier zum Greifen nach vorgekommen. Und der Schweizer Arbeitersohn zieht mit an den politischen Fäden. Er ist dabei am Gründungskongress der Kommunistischen Weltpartei, der Komintern. Kommunisten aus verschiedenen Ländern sind angereist. Der Lenin führt den Kongress. Es ist die Sternstunde für Fritz Platten. Er ist jetzt ganz oben im Präsidium des Kongress direkt neben Lenin, im Zentrum der Macht. Zurück in der Schweiz. Gegen Ende des Krieges ist Fritz Platten hin und her gerissen zwischen hier und Russland. Er ist jetzt 35. Ständig trifft er sich mit Genossen zu Krisensitzungen. Die Not hat sich verschärft. Es gibt keine Unterstützung für die Wehrmänner, aber massive Teuerung.
Die Arbeiterfamilien haben Hunger. Ohne staatliche Lebensmittelfürsorge geht nichts mehr. Es gibt Notspeisungen in Turnhallen. Das Klima verhärtet sich. Im 18., also Weltkrieg, Endekrieg, war wirklich sehr eine revolutionäre Stimmung. In Russland hat es Revolution gegeben, in Deutschland hat es Revolution gegeben. Und da hat man gemeint, in der Schweiz stünde das kurz bevor. Der Fritz Platten ist überzeugt, dass es auch in der Schweiz zu einem Umsturz kommt. Der SP-Nationalrat Robert Grimm und sein Komitee planen den Landesstreik. Der Fritz ist mit dabei. Es ist der grösste Streik, den es je gegeben hat in diesem Land. Bis heute. Die Forderungen unter anderem das Frauenstimmrecht, eine Verkürzung der Arbeitszeit, Proporzwahlen und eine Altersvorsorge. Das ist wo jetzt? Das ist in Zürich. Das ist Paradeplatz, glaube ich. Der General Wille befiehlt einen massiven Militäreinsatz. 3 Arbeiter werden erschossen. Ja, das sind die Dragoner. Ja. Die dann wirklich mit den Säbeln auf die Arbeiter los sind. Der Bundesrat fordert vom Grimm und seinem Komitee ultimativ den Streikabbruch. Aus Angst vor einem Bürgerkrieg gibt das Oldner Komitee nach. Es handelt einen Kompromiss aus mit der Regierung. Nach 3 Tagen wird der landesweite Generalstreik abgebrochen. Da war eigentlich klar, Kompromiss, politischer Kompromiss, langsame Schritt vorwärts gehen, auf parlamentarischem Weg, auf demokratischem Weg, das ist der Weg der Schweiz. Das ist aber nicht der Weg von Fritz und der radikalen Sozialisten. Für ihn ist der Abbruch des Landesstreiks ein furchtbarer Schlag, wie er sagt. Er ist enttäuscht von den Sozialdemokraten. 1921 gründet er mit anderen die Kommunistische Partei der Schweiz. Als erster Nationalrat der Kommunisten und Anhänger von Lenin vertritt er die Haltung: 100.000 Tote wären kein Preis, wenn wir in der Schweiz den Sozialismus erringen würden. Der radikale Teil, der Fritz Platten ein Ausdruck war, war mehr denn je der Überzeugung, dass in der Schweiz schwierig ist, weiterzukommen, dass Bolschewiki in Russland wahrscheinlich den Weg werden zeigen, dass man also mehr denn je den russischen Weg einschlagen muss. Gäng stärker zieht der Kommunist Platten auf Russland. Er hat genug von da. Und gäng wieder muss er ins Gefängnis. Nach dem Landesstreik 6 Monate. Dazu kommen private Probleme. Fritz seine Frau Olga nimmt sich das Leben. Er hat als Kommunist einen schweren Stand. Für die Bürgerlichen ist er ein rotes Tuch, bei vielen Genossen schlecht angeschrieben. Im 1923 verlässt Fritz Platten die enge Schweiz. Er wandert aus auf Russland, zusammen mit seinen alten Eltern, wo er zu diesem Abenteuer überredet hat. Gegen 100 Kommunisten ziehen mit ihm ins gelobte Land. Es geht in die Wolga-Gegend, südöstlich von Moskau, ins Dorf Novaya Lava. Fast 100 Jahre später bin ich auf den Spuren von ihnen. Der Fritz hat da mit anderen Schweizern auf Anraten von Lenin eine Landwirtschaftskommune gegründet. Der Fritz Platten schreibt: Dem klassenbewussten Arbeiter ist Sowjetrussland ein Land der Sehnsucht. Er wünscht dort am Aufbau einer neuen Gesellschaftsordnung mitarbeiten zu können. Ihn reizt die Aufgabe, den russischen Bauern Helfer und Beispiel zu werden. Es kommt mir vor, als wäre die Zeit hier bleiben stehen. Zwei Verehrerinnen von Fritz Platten zeigen mir das Dorf. Nach der Revolution hat es hier an allem gefällt, erzählen sie mir. Keine Maschine, kein Geld, nicht wissen, wie Bauern.
Schweizer seien da wie ein Segen gewesen. Und die Schweizer Melcherinnen in ihren Hosen, die Attraktion. Wir treffen den Dorfchef. Guten Tag, Jewgeni, das ist Katrin. Ich habe Ihnen von ihr erzählt. Jewgeni, 1923 bis 1927 lebten hier Schweizer Kommunisten. Hier der Vater von Fritz Platten. Fritz war oft da. Dieses Haus ist 90 Jahre alt. Stellt euch vor, und so gut erhalten. Der Fritz lernt da zu der Zeit seine neue Frau kennen. Da rechts im Bild. Der Jewgeni zeigt mir das Haus. Kommen Sie bitte rein. Schauen Sie, diesen Ofen, den haben auch die Schweizer gebaut. Er ist auch schon 90 Jahre alt. Wir haben sehr kalte Winter. 30 Grad unter Null. Sehr kalt. Der Ofen heizt das ganze Haus. Aber das Leben hier war härter für die Schweizer Kommunarden, als sie es sich vorgestellt haben. Der Fritz ist nur ab und zu da. Ihm gefällt die Moskau besser. Schon gleich stirbt sein Vater. Die Maria will mir das Grab von ihm zeigen. Weshalb verließen Sie für uns die damals wie heute so wohlbehaltene Schweiz? Weshalb kamen Sie in unser hungriges, zerstörtes Russland? Wir denken bis heute, das waren außergewöhnliche Menschen, die ihr eigenes Wohlergehen jenem der Gemeinschaft unterordneten. Das Experiment scheitert, auch wegen der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft. Viele gehen enttäuscht zurück in die Schweiz. Ein Teil probiert es in einer anderen Kommune. Später, unter dem Regime von Stalin, kommen ein paar von ihnen grässlich ums Leben. 1927 wird die Landwirtschaftskommune aufgelöst. Ich bin bei Maria daheim. Die pensionierte Lehrerin ist ein echter Plattenfan. Immer wieder, so sagt sie mir, träumen sie von ihm. Katrin, bitte bedienen Sie sich. Hier bringe ich Ihnen noch Fotos und Dokumente, die ich gesammelt habe. Ich tue das schon 30 Jahre. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so lange mit den Schweizer Kommunarden beschäftigen würde. Schauen Sie sein Gesicht an. So energisch entschlossen, als ob er in Gedanken kämpfen würde. Als ob er globale Aufgaben lösen würde, die die ganze Menschheit betreffen. Ist Fritz Platten in Nowa Jelawa ein Held? Ich würde nicht sagen, dass die Leute hier ihn als Helden sehen. Ein Held ist nicht einer wie wir alle. Er aber war wie alle, bloß hatte er ein außergewöhnliches Schicksal. Sein ganzes Leben opferte er der Idee, für die er immer kämpfte und der er seine Gesundheit und am Ende auch sein Leben opferte. Die letzten Jahre von seinem Leben führen mich zurück auf Moskau. Nach seinem Landwirtschaftsexperiment hat Fritz Platten hier gewohnt und gearbeitet. Immer noch sein Traum vom Sozialismus und der Weltrevolution vor Augen. Obwohl, seit der Oktoberrevolution hat sich die Lage in der jungen Sowjetunion radikal verändert. Der Lenin, ein Platten, sein Idol und sein Freund, stirbt 1924. Eine brutale Ära fängt an. Die Ära von Stalin. Für seine Macht zu festigen, kennt der Diktator keine Skrupel. Er zieht ein Terrorregime auf mit unzähligen Arbeitslagern,
für den Aufbau des Landes. Millionen von Menschen sterben. Ausländer sind jetzt grundsätzlich verdächtig. Politisch hat der Internationalist Platten in den 30er Jahren keine Chance mehr. Aber gearbeitet hat er zuletzt noch hier? Ja. Und eigentlich. Er unterrichtet an dem Ort, wo Ausländer noch todet sind. Am Fremdsprachinstitut zu Moskau. Wichtig ist zu sagen, wann. Noch könnte er zurück in die Schweiz, aber er denkt nicht dran. Anschluss an diese Internationalität haben wollen. Und er hat wieder geheiratet. Die 20 Jahre jüngere Schweizer Kommunistin Berta Zimmermann. Sein Charisma wirkt immer noch, seiner Studentinnen verehren. Das ist seine ehemalige Studentin Jelena Druzhinina, später Historikerin und Professorin. Hier ist sie in einem Film von 1992. War sehr, sehr gut von dem Weiten. So, hier sie, die mittlerweile gestorben ist, hat der Fritz Platten das Leben lang bewundert und dafür gekämpft, dass man ihn nicht vergisst. Er sei vor allem so ein geselliger und lebenslustiger gewesen, der Fritz, erinnert sie sich. Besonders liebt er, das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder, das ist zu schön, um wahr zu sein, so wie ein Wunder, geht auf und wieder. Das gibt's nur einmal. Ihre Lehrer hat sie nie können vergessen. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Alle waren verliebt. Vom ersten Moment, wo wir ihn gesehen haben, wir merkten, das ist, er hat nichts Schematisches und Offizielles. Das ist ein Mensch mit großen Buchstaben. Es ist Ende der 30er Jahre. Der Stalin herrscht jetzt praktisch allein über Volk und Partei. 1936 gibt es in Moskau die ersten Showprozesse. Die alte Garde der Bolschewiki wird erschossen. Jetzt kommt auch der Kadermann Platten in die Fänge des allmächtigen Geheimdienst. Seine Akte wird angelegt. Für viele das Todesurteil. Das ist der Raum, wo die Kommentärdokumente auf. Der Historiker Alexander Wattlin zeigt mir den Keller des ehemaligen Parteiarchivs. So, jetzt schauen wir nach den Akten der Kommunistischen Partei der Schweiz, wo auch die Kaderakte Fritz Platten sein muss. Ja, Sie kennen das mit den Parteibüchern, ja? Also, dann schauen wir mal einfach hier. Also, in jedem Fall, das sind die Schweizer Akten. Und steht überall die Kaderakte. Da. Die Kaderakte und ja, also, Sie finden es schön, das ist Nummer 100. Ich glaube, wir sind dann liegen nicht falsch. Das stimmt, das ist Platten, Fritz, Schweiz und die Kaderakte Nummer 100. War alles ein bisschen geheim damals? War mehr als ein bisschen geheim, war absolut geheim. Mhm. Und das ist ein Lebenslauf. In Kopie. Es gibt viele, die handschriftlich sind und dann richtig unterschrieben. Mhm. Dann verschiedene Pässe und Bürgschaften, wie hier diese Bürgschaft von der Deutschen Partei. Und das konnte dann gegen ihn verwendet werden, was er da gesagt alles, hat? Alles, was in der Kaderakte war, konnte gegen entsprechende Person verwendet werden. Am gefährlichsten waren eigentlich die Eingaben von anderen Kollegen. Die Beschwerden, die alles möglich ist mit kompromittierenden Eingaben. Mhm. Denunziationen sind ihre Tagesordnung. Angst macht sich breit. Hunderttausende werden jetzt ohne Gerichtsverfahren willkürlich verhaftet und in Zwangsarbeitslager in Gulag deportiert. Wie ein Spinnennetz überzieht das Lagersystem das ganze Land. Der Fritz Platten denkt gäng noch, es sei eine momentane Verirrung vor der Partei. Noch immer glaubt er an Kommunismus. Aber schon gleich trifft auch ihn der Terror. 1937 wird seine Frau Berta mit einer fadenscheinigen Anklage verhaftet und erschossen. Und kurz darauf trifft es auch der Platten selber. Dass er der Lenin auf Russland gebracht hat, schützt ihn nicht mehr. Er wird zu 4 Jahren lagerhaft verurteilt.
Er kommt ins Straflager Lipovo Binyandoma, weit oben im Norden. Und da sind wir wieder am Anfang dieser Geschichte, bei dem Dorf, wo wir die jungen Kadetten von Platten erzählt haben. Der Dorflehrer fährt mit dorthin, wo das Lager war, mitten in den Sümpfen. 30'000 Häftlinge sind da gestorben. Sogar hier oben hat der Kommunist Platten an einen Irrtum der Partei geglaubt. Er stellt das stalinische Unterdrückersystem nicht in Frage. An seine letzte Freundin schreibt er: Ich bin das Produkt der allgemeinen Situation und darf nicht den Kopf hängen lassen. Wir gehen da durch. Vorsicht, passen Sie auf. Das war mal ein Weg und das sind die Überreste. Sie legten Bretter drauf, damit man nicht im Sumpf versank. Vorsicht, passen Sie auf. Wir gehen jetzt durch das ehemalige Lagergebiet, nicht da, wo die Gefangenen lebten. Hier ist ein kleines Verwaltungsgebäude erhalten. Das eigentliche Lager war dort. Die Gefangenen lebten dort hinten, in Baracken. Davon ist nichts erhalten. Bretter wurden weggebracht oder sie verfaulten oder sind einfach verschwunden. Hier, interessant. Die Holzschindeln sind erhalten. Sie wurden von den Gefangenen hergestellt, auch von Fritz Platten. An seine letzte Freundin schrieb der Fritz Platten, ging noch ganz revolutionär. Ich habe den Krieg in der Schweiz an der Seite Lenins miterlebt und bedauere tief, jetzt hier Holzschindeln machen zu müssen. Jetzt will ich zäh wie eine Katze sein und wenn möglich noch einmal mit den europäischen Arbeitern zur Verwirklichung leninscher Losungen beitragen. Er hat die Hoffnung nie aufgegeben. Unser nördliches Klima ist hart. Eisige Kälte im Winter, im Sommer Stechmücken. Hier zu überleben bei mieser Unterkunft und schlechtem Essen unter ständiger Bewachung, das war fast unmöglich. In dieser Lagerbaracke schreibt der Platten an seine letzte Freundin: Wenn du noch etwas schicken willst und kannst, so lege dem Paket 2 Emballagesäcke bei, damit ich mir für den Winter einen Strohsack nähen kann und weicher und wärmer liegen kann. Denn die bloßen Bretter drücken die Knochen. Dass es für Fritz Platten so enden musste, sei seine Tragik, meint der Wladimir. «59 ist er geworden, der Fritz Platten. Am 22. April 1942, so wird es hier oben erzählt, hat man ihn erschossen. Warum genau und wo, ist nicht bekannt. Ich frage mich, ob der Fritz Platten je realisiert hat, dass ihn seine eigenen Parteigenossen verraten und in den Tod geschickt haben. Und ob er nie gemerkt hat, dass sein Traum total pervertiert ist und nichts weder menschenverachtend. Der Fritz Platten ist in der Sowjetunion aus den Geschichtsbüchern gestrichen worden. Erst nach dem Tod von Stalin hat man ihn rehabilitiert und ich weiss jetzt, man will sich wieder an ihn erinnern. An den Weggefährten von Lenin, der das kommunistische System nie öffentlich angegriffen hat und vermutlich bis ans Ende daran geglaubt hat. In seiner Heimat, der Schweiz, sagt der Name Fritz Platten kaum jemandem mehr etwas. Es gibt kein Denkmal, keine Strasse, die nach ihm benannt ist und kein einziges Buch über den Arbeiterführer, der mal so populär war. Es ist, als hätte es ihn nie gegeben. Gerade weil er kommunistisch war, hat man ihn vermutlich während dem Kalten Krieg verdrängt. Bis heute. Und doch haben seine radikalen Ideen etwas bewegt. Was für uns heute selbstverständlich ist, wie das Frauenstimmrecht, Proporzwahlen oder die AHV, ohne Aufstand der Arbeiter rund um den Ersten Weltkrieg kaum denkbar. Sie waren die Vorkämpfer von unserem heutigen Sozialstaat Schweiz.